So, herzlich willkommen zurück nach einer längeren Pause zur Vorlesung Patentrecht. Wir sind bei Vorlesungstermin 7. Wir sprechen heute über Verfügungen über das Patent. Nur zur Erinnerung, vor 2 Wochen haben wir gesprochen über den Schutzbereich des Patents. Sie erinnern sich, Auslegung von Patentansprüchen und Äquivalenzbereich. Davor haben wir gesprochen über die Ansprüche aus dem Patent. Das heißt, wir haben gesprochen über Schadensersatz, Unterlassung, Vernichtung, Auskunft und den ganzen Kram. Heute das Patentlizenzrecht, ein ganz wichtiges Thema in der Praxis. Wir haben heute nur 2 Fragen vor uns, nämlich erstens den Wechsel des Patentinhabers und dann Lizenzgestaltungen. Fangen wir an mit dem Wechsel des Patentinhaber. Da fangen wir ganz am Anfang an und machen, Sie haben noch auf Aufnahme gedrückt. Da fangen wir ganz am Anfang an und machen einen Exkurs zum IPR. Welches Recht gilt für die Erfüllung von Verträgen über die Übertragung von Patenten? Und die Antwort ist ganz einfach. Es gilt das sogenannte Verfügungsstatut. Damit ist gemeint, es gilt das Recht des Staates, wo die Verfügung erfüllt werden muss. Und wir haben ganz am Anfang der Vorlesung gelernt, Patente gelten nur jeweils in einem Staat, Territorialitätsprinzip. Ein deutsches Patent gilt nur in Deutschland, ein französisches Patent nur in Frankreich, ein russisches Patent nur in Russland. Deshalb ist, wenn Sie einen Vertrag abschließen über die Übertragung eines Patents in den USA, für die Erfüllung dieses Vertrages zwingend US-amerikanisches Recht anwendbar. Für die schuldrechtliche Verpflichtung können Sie hingegen ganz normal Rechtswahl machen. Da können Sie deutsches Recht wählen, chinesisches Recht wählen oder was auch immer Sie wollen. Da gilt ganz normal Rom I-Verordnung. Das Ganze entnimmt man dem Artikel 8 Rom II-Verordnung. Der sagt nämlich, für die Ansprüche aus der Verletzung von Rechten ist das Recht des Staates, also wenn eben der Schutz beansprucht wird, sogenanntes Schutzlandprinzip. Und man sagt, weil das Patent nichts anderes ist als die Verbündelung von Abwehrrechten, heißt Übertragung von Patenten die Verschaffung dieser außervertraglichen Ansprüche und die gelten nur nach dem Recht des jeweiligen Staates. Das heißt, wenn Sie Patente mit Wirkung für Deutschland übertragen wollen, müssen Sie dazu ins deutsche Patentgesetz gucken und nicht ins US-amerikanische oder sonst irgendeins. Eine Rechtswahl ist da nicht möglich. Es gilt ganz normal das Abstraktionsprinzip. Wir haben also 2 Rechtsgeschäfte. Das eine ist das Verpflichtungsgeschäft und in der Regel ist das ein ganz normaler Kaufvertrag, 433, 453. Das heißt, der eine muss bezahlen und der andere muss ihm ein Patent verschaffen. Die Erfüllung erfolgt nach deutschem Recht über 398, 413 durch Abtretung. Das heißt, wir brauchen eine schlichte Einigung und in dem Moment, wo die sich einig sind, geht das Patent über. Es gibt keine Formerfordernisse, außer im europäischen Patentrecht, nämlich dann, wenn ich eine europäische Patentanmeldung habe, das Patent aber noch nicht erteilt ist. Das heißt, ich habe ein Anmeldeverfahren laufen, dann kann ich meinen Anspruch im laufenden Verfahren abtreten und das Gesetz verlangt dafür die Unterschriften beider Vertragsparteien, das heißt die Schriftform. Wenn Sie das nicht machen, ist die Abtretung zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam, aber sie wird umgedeutet nach 140 BGB in eine Abtretung des späteren Patents, die dann nämlich wieder formlos erfolgen könnte. Das Patentgesetz selber hat nur diesen einen Paragraphen, der sich mit der Übertragung beschäftigt, nämlich 15 Absatz 1. 15 Absatz 1 Satz 1 regelt erstmal die Vererblichkeit. Das ist weniger spektakulär. Man kann Patente erben. 15 Absatz 1 Satz 2 ist aber das, was uns näher interessiert. Man kann Patente beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Sie haben vielleicht im Urheberrecht gelernt, das Urheberrecht ist nicht übertragbar. Also Patente kann man ganz normal abtreten, das Urheberrecht kann man nicht übertragen. Das bedeutet auch in der Praxis, Sie können Patente nicht nur freiwillig übertragen, sondern sie können auch gegen Ihren Willen weggenommen werden, nämlich durch Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung.
Wenn Sie also jemandem 1 Million Euro schulden, kann man Ihnen die Patente wegpfänden und kann dann diese Patente zwangsweise übertragen. Patente sind also ganz normal wie Forderungen und Ähnliches pfändbar. Sagen Sie, naja, nicht so spannend. Es sind aber nicht nur die Patente übertragbar, das heißt die Ansprüche, die aus dem eingetragenen und erteilten Patent entstehen, sondern bereits im Vorfeld kann man solche Verträge schließen. Das haben wir schon gemacht vor ungefähr 6 Wochen. Sie erinnern sich ganz düster, als wir über das Eintragungsverfahren gesprochen haben. Da habe ich Ihnen gesagt, man hat, bevor man überhaupt beim Patentamt war, bereits ein Recht auf ein Patent. Sobald Sie eine Erfindung gemacht haben, haben Sie Anspruch auf ein Patent. Die einzige Voraussetzung ist, Sie müssen ein Patentamt einen Antrag stellen. Und schon das können Sie übertragen. Sie können also sagen, ich habe keine Lust, zum Patentamt zu gehen und ich übertrage dir, bevor ich überhaupt da war, ein Recht auf ein Patent. Wenn Sie beim Patentamt waren, haben Sie eine Anmeldung und Sie erinnern sich ganz düster, die Anmeldung wird nicht sofort geprüft. Die Anmeldung liegt da erstmal und Sie können ab dem Moment, wo es angemeldet ist, auch schon wieder übertragen und dann wird die Anmeldung wieder jemand anderem zugerechnet. Das heißt, Sie können schon, bevor es überhaupt ein Patent gibt, Übertragungen machen. Die Patentübertragung setzt nicht das Bestehen des Patents voraus. Auch das hier sollte Ihnen seit dem ersten Semester bekannt sein. Es gilt nicht nur das Trennungsprinzip, sondern auch das Abstraktionsprinzip. Das bedeutet, erstens, die Gegenleistung folgt aus dem Verpflichtungsgeschäft. Also wie viel Lizenzgebühren oder ähnlich gezahlt werden muss, ergibt sich aus dem schuldrechtlichen Vertrag. Wenn vergessen worden ist, über die Gegenleistung zu reden, wird gesagt, wenden wir analog 612, 632 an und dann wird eine angemessene Gegenleistung bestimmt und gesagt, okay, du kriegst das, was das Patent wert war. Kommt in der Praxis nicht vor, aber steht in der Literatur so drin. Das Verfügungsgeschäft ist davon zu trennen und wenn das Verpflichtungsgeschäft nichtig sein sollte, kann ich nur das Patent zurückverlangen nach 812.1.1, erste Variante, weil eben der Rechtsgrund fehlt. Praktische Bedeutung da insbesondere 8.18, das heißt, ich kann dann auch die gezogenen Lizenzgebühren in Geld herausverlangen, das heißt Wertersatz für das, was man dem Patent gemacht hat und möglicherweise die verschärfte Haftung nach 8.18.4, 8.19.1 in Verbindung mit 292 und dann 987, dann kann ich nämlich sagen, du hättest mit dem Patent viel mehr Geld machen können und kriege sogar die schuldhaft nicht gezogenen Nutzungen heraus. Also das kann ganz schön teuer werden. Patente kann man auslegen, man kann aber auch die Lizenzverträge und die Übertragungsverträge auslegen. Und da gilt erstmal ganz normal 133, 157 BGB, das, was Sie im ersten Semester gelernt haben. Das gilt der wahre Wille zu ermitteln und Ähnliches. Es gilt aber auch analog im Urheberrecht der sogenannte Zweckübertragungsgrundsatz. Das heißt, es wird so viel übertragen wie nötig, aber so wenig wie möglich. Wenn Sie also eine Chance haben, noch was zu behalten als Veräußerer, werden Sie das auch tun. Deshalb spricht eine Vermutung dagegen, dass Sie das Patent überhaupt übertragen wollen. Wenn man das auslegen kann, werden Sie nur eine ausschließliche Lizenz erteilen. Sie werden also sagen, du darfst das nutzen, aber Sie werden nicht das Patent insgesamt übertragen. Lizenz vor Übertragung. Erster Grundsatz. Zweiter Grundsatz, wenn Sie die Chance haben, noch am Patent beteiligt zu bleiben, werden Sie die Chance wahrnehmen. Das heißt, Sie werden im Zweifel nicht eine Vollübertragung wollen, sondern das Patent nur anteilig übertragen und selber noch einen Rest behalten. Das heißt, Sie dürfen es selber auch noch benutzen, der andere darf es auch benutzen. Das heißt, Bruchteilsgemeinschaft vor Übertragung. Und schließlich, grundsätzlich keine Übertragung von Ansprüchen, die bereits entstanden sind. Wenn Sie also noch nicht gezahlte Schadensansprüche haben, also Sie haben ein Urteil, wo drin steht, wegen Patentverletzung 1 Million Schadensersatz oder Sie haben Lizenzverträge, da stehen auch Lizenzgebühren aus. All das, was bereits angefallen ist, bleibt bei Ihnen. Sie übertragen also nur mit Wirkung für die Zukunft. Alles, was bereits entstanden ist, verbleibt bei Ihnen. Wie gesagt, die Übertragung ist formlos. Es gibt aber eine sogenannte Patentrolle. Wenn Sie mal in § 30 reingucken, dann stellen Sie fest,
Da steht drin, es gibt eine Patentrolle, aus der sich ergibt, wer Inhaber eines Patents ist. Das klingt auf den ersten Blick. Hallo. Ich bin Ihre Botschaft. Ich würde einmal über Ihre Entschuldigung. Also, nutzen die Gelegenheit, lesen Sie Paragraph 30 Absatz 1 Patentgesetz. So, 30 Absatz 1 erinnert Sie vielleicht ein wenig an das Grundbuch. Es gibt eine Patentrolle, da steht drin, wem welche Patente gehören. Und die Norm, die uns aber eher interessiert als Absatz 1, der sagt, was eine Patentrolle ist, ist Absatz 3. Gucken Sie mal in 30 Absatz 3. Und 30 Absatz 3 sagt uns in etwas unklarer Weise, solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter, Zustimmungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet. Was diese Norm bedeuten soll, ist umstritten. Ja? Die erste Meinung sagt, diese Norm ist eine Regelung der Prozessführungsbefugnis. Wer kennt sich mit ZPO aus? Was bedeutet Prozessführungsbefugnis? Oder Klagebefugnis im Verwaltungsprozess? Dass man den Prozess im Namen eines anderen führen kann. Ja, das Recht, ein bestimmtes Recht im Prozess geltend zu machen, in eigenem oder in fremden Namen. Und die Leute entnehmen dieser Norm, dass die Norm regelt, wer vor Gericht klagen darf, das heißt ein Fall der gesetzlichen Prozessstandschaft. Das heißt, die Norm sagt, selbst wenn das Patent übertragen ist, darf nur derjenige in eigenem Namen klagen, der in der Patentrolle steht. Er klagt dann aber nicht auf Zahlung an sich, sondern auf Zahlung an den wirklichen Inhaber. Ja? Das heißt, das Gericht würde eine Klage von jemandem, der nicht in der Patentrolle steht, einfach abweisen und sagen, wir sind nicht, die Klage ist unzulässig, weil du darfst nicht klagen. Die Klage ist unzulässig, mangels Prozessführungsbefugnis. Die zweite Ansicht geht sogar noch weiter. Die sagt nämlich, das ist nicht nur die Prozessführungsbefugnis, sondern es ist auch die Aktivlegitimation. Was bedeutet Aktivlegitimation? Ich
in Abgrenzung zur Prozessführungsbefugnis? Ja, es bedeutet die materielle Rechtsinhaberschaft. Das heißt, es wird gesagt, es ist nicht nur so, dass der Einzige ist, der klagen darf, sondern er ist auch wirklich der einzige Berechtigte. Ihm steht der Anspruch zu. Das heißt, der Anspruch steht immer nur demjenigen zu, der drin steht, und alle anderen haben keine Rechte. Die dritte Ansicht ist die Ansicht, die der BGH seit ungefähr fünf Jahren vertritt. Der BGH sagt nämlich, wir müssen einen Kompromiss finden zwischen diesen beiden Ansichten. Und dieser Kompromiss besteht darin, dass der BGH sagt, erstens regelt die Norm die Prozessführungsbefugnis. Wenn jemand klagt, der nicht in der Patentrolle eingetragen ist, darf das Gericht die Klage als unzulässig abweisen. Aber der darf nicht auf Zahlung an sich selber klagen, wenn er nicht Patentinhaber ist. Das heißt, das Gericht muss dann in der Begründetheit prüfen, ist derjenige, der klagt, auch wirklich der Inhaber des Patents. Allerdings, sagt der BGH, ist die Eintragung ein Indiz, was bedeutet, es muss durch gewichtige Umstände widerlegt werden, dass die Patentrolle falsch ist. Das heißt, es gibt eine Vermutung, die sagt, wer in der Patentrolle steht, ist Inhaber, außer er kann durch echte Beweismittel nachweisen, dass das anders ist. Das bedeutet, es darf nur derjenige klagen, der eingetragen ist, und im Zweifel darf er immer auf Zahlung an sich selber klagen und nicht auf Zahlung an einen Dritten. Ausnahme, er darf auf Zahlung an den Dritten klagen oder er muss auf Zahlung an den Dritten klagen, wenn bewiesen wird, dass er nicht der Inhaber ist, dann muss er auf Zahlung an andere klagen. Eine Sache, die man meinen könnte, ist, dass nach 30 Absatz 3 Satz 2 auch ein gutgläubiger Erwerb möglich ist. Wenn man nämlich da liest, wörtlich berechtigt und verpflichtet, könnte man auf die Idee kommen, dass das auch heißt, er gilt als Inhaber im Sinne von Übertragung. Das ist aber nicht der Fall. Der 30 Absatz 3 Satz 2 bezieht sich ausschließlich auf die Fälle der Abtretung. Ausschließlich auf die Fälle der Haftung, also jemand Schadensersatz geltend macht oder Unterlassung geltend macht. Er bezieht sich gerade nicht auf die Fälle, wo jemand das übertreibt. Also wer in der Rolle steht, spielt nur eine Rolle für die Geltendmachung von Ansprüchen, es spielt keine Rolle für die Übertragung. Ja? Was unterscheidet sich von Mindermeinung 1 in erster Meinung? Würde man bedeuten, dass wir bei Mindermeinung 1 die Klage so ausgestalten müssen, dass derjenige zwar die Prozessführungsbefugnis hat, aber schon klar benennen muss, an wem die Auszahlung erfolgt? Das heißt, es wäre die Klage wäre schon unzulässig, wenn er diejenige nicht benennen könnte. Die wäre nicht unzulässig, wäre unbegründet. Also, nach allen drei Ansichten ist die Klage unbegründet, wenn jemand kommt und sagt, das ist mein Patent, solange er nicht in der Patentrolle steht. Jemand, der nicht in der Patentrolle steht, darf nicht klagen. Die Klage ist immer unzulässig, wenn er nicht drinsteht. Das ist unstreitig. Die streitige Frage ist nur, darf derjenige, der drinsteht, auf Zahlung an sich selber klagen oder muss er klagen auf Zahlung an jemanden, der wirklicher Inhaber ist? Ansicht 2 sagt, er muss immer sagen, wer der wahre Inhaber ist. Und wenn der andere das widerlegen kann und sagen kann, Moment mal, das stimmt nicht, dann ist die Klage unbegründet. Nach Ansicht 2 ist es so, es spielt keine Rolle, ob es einen Dritten gibt. Er kann immer auf Zahlung an sich selber klagen und er muss auch immer auf Zahlung an sich selber klagen, weil er der Inhaber fiktiv ist. Und Ansicht 3 sagt, er kann immer auf Zahlung an sich selber klagen. Er muss aber nichts weiter vortragen, weil durch die Eintragung hat er bereits hinreichend dargetan, dass er der Inhaber ist. Der andere müsste ihm positiv nachweisen, dass das falsch ist, damit die Klage abgewiesen wird. Also Ansicht 2 ist für die Gerichte am einfachsten, könnte man sagen, weil die sagen, wir gucken rein und dann ist alles okay. Ansicht 1 ist in der Praxis am schwierigsten, weil dann müsste derjenige, der eingetragen ist, auch noch nachweisen, dass er berechtigt ist, dass die Eintragung nicht falsch ist. Und deshalb ist Ansicht 3 sozusagen der Kompromiss, wo man sagt, grundsätzlich ist das so wie Ansicht 2, außer es wird wirklich positiv nachgewiesen, dass es falsch ist. Also, das ist der Unterschied.
Aber in keinem Fall darf jemand, der nicht eingetragen ist, klagen, die sind immer raus. Es darf immer nur derjenige klagen, der eingetragen ist. Das ist der unstreitige Punkt. So. Es gilt im deutschen Sachenrecht und auch hier im Patentverfügungsrecht ein Numerus Clausus, das heißt, es gibt eine abschließende Menge an zulässigen Verfügungen. Die erste Verfügung ist die Übertragung. Das ist das, was im Gesetz ausdrücklich drinsteht in 15.1.2. Ich bin bisher Inhaber und jemand anderes soll stattdessen Inhaber des Patents werden. Das geht dann, wie ich schon gesagt, nach 413/398 durch schlichte Einigung. Ich sage, ich bin Inhaber und danach ist er Inhaber. Es gibt kein Wertpapier, die Eintragung hat nur deklaratorische Wirkung, aber eben Prozessualbedeutung. Das heißt, die Übertragung ist wirksam durch den bloßen Handschlag. Kann konkludent erfolgen, mündlich, schriftlich, wie auch immer. Ich kann ebenfalls wie im Sachenrecht auch nur einen Bruchteil des Patents übertragen. Ich kann das Patent aufteilen und sagen, du kriegst die Hälfte. Auch das ist zulässig, gilt ganz normal 741 folgende BGB. Dann habe ich eine Bruchteilsgemeinschaft mit der Möglichkeit der Auflösung und so weiter und so fort. Und schließlich gilt auch wie im Sachenrecht, dass ich natürlich das Patent bedingt übertragen kann. Das spielt praktisch eine große Rolle, denn wir haben ähnlich wie im Sachenrecht hier die Sicherungsabtretung. Sie kennen die Sicherungsübereignung im Sachenrecht und die Parallele ist hier die Sicherungsabtretung eines Patents. Sie sagen, ich habe ein Patent und ich brauche Geld, dann wird das Patent als Sicherheit für die Geldzahlung verwendet, für die Darlehensauszahlung. Weniger interessant für uns und auch in der Praxis sind Nießbrauch und Pfandrecht. Sie können in der Tat auch Pfandrechte an Rechten bestellen. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei den Pfandrechten an Sachen, weil Sie eben nicht die Sache außer Hand geben müssen. Aber auch hier haben Sie Akzessorietät. Und Akzessorietät hat immer das Problem, dass wenn die Forderung unwirksam ist oder sich verändert, Sie theoretisch auch das Pfandrecht verändern müssten. Deshalb hat sich die Sicherungsabtretung durchgesetzt gegenüber dem Pfandrecht. Das heißt auch hier Pfandrecht uninteressant. Das Nießbrauchrecht an einem Patent, weiß irgendjemand, was Nießbrauch ist? Also nicht sehr spektakulär. Nießbrauch, Sachenrecht. Dann kann man es nur so die Früchte ausziehen. Ja, das umfassende Nutzungsrecht einer Sache. Hier Nießbrauch an Rechten ist im BGB auch geregelt, spielt aber praktisch keine Rolle. Wenn Sie jemandem die unbeschränkte Nutzungsmöglichkeit einräumen können, gibt es die Möglichkeit der Lizenzerteilung, Sie können ihm eine ausschließliche Lizenz erteilen, dann kann dasselbe wie beim Nießbrauch, das heißt auch der Nießbrauch an Patenten ist nicht besonders relevant. Aber zulässig, könnte man machen, wenn man wollte. Was ausdrücklich im Gesetz geregelt ist, ist der Verzicht auf das Patent. Sie können ein Patent zum Erlöschen bringen, indem Sie dem Patentamt gegenüber schriftlich anzeigen, dass Sie es nicht mehr haben wollen. Steht in § 20. Das heißt, Patente können Sie auch zunichte machen. Und das, was im Sachenrechts-BGB nicht geht, Sie können Lizenzen erteilen. Die Lizenzerteilung ist auch eine Verfügung, weil sie das Patent dinglich belastet. Das können Sie entnehmen dem 15 Absatz 3, dass die Lizenz auf einen neuen Inhaber übergeht. Die klebt also wie ein Pfandrecht oder ein Nießbrauch an dem Patent dran und wird mit übertragen. Die Übertragung kann zudem auch antizipiert überfolgen. Auch das ist wie im Sachenrecht, also wenig überraschend. Sie können also eine Erfindung übertragen, die Sie noch gar nicht gemacht haben. Sagen wir mal, Sie arbeiten daran, ein Krebsheilmittel zu erfinden oder den Stein der Weisen, mit dem Sie Blei zu Gold machen können oder einen Jungbrunnen, mit dem Leute 20 Jahre jünger werden. Wenn Sie daran arbeiten, können Sie sagen, schon jetzt, während Sie daran arbeiten, falls ich Erfolg haben soll, wirst du Inhaber der Patente daran. Sie können also jetzt schon, bevor die Erfindung gemacht ist, die Rechte an der Erfindung übertragen. Das ist eine antizipierte Einigung. Entscheidend dabei ist die Bestimmtheit. Entweder Sie sagen, ich übertrage die Rechte an allem, was ich erfinde, das ist kein Problem, oder Sie müssen sehr genau spezifizieren, welche Erfindung es denn jetzt sein soll, die Sie machen werden. Was schwierig ist, weil Sie können ja zufällig alles mögliche andere nebenbei entdecken. Die
Folge ist allerdings, dass trotzdem der Erfinder für eine juristische Sekunde zumindest Inhaber des Rechts an der Erfindung wird, weil auch die antizipierte Einigung führt zu einem Durchgangserwerb. Das heißt, es wird zwar so getan, als hätte er in der Sekunde, wo die Erfindung gemacht hat, direkt die Einigung abgegeben, aber für diese Sekunde hat er das und möglicherweise ist es dann schon in der Insolvenzmasse oder es ist schon möglicherweise in der Zwangsvollstreckung. Das heißt, da kann das dann problematisch werden. Kennen Sie aber alles aus dem Sachenrecht, das gleiche Problem wie da. Die Schwierigkeit mit diesen antizipierten Patentübertragungen ist, dass sie regelmäßig nicht gewollt sind. Sie müssen also da auslegen, denn es könnte sich auch handeln um eine schuldrechtliche Pflicht, das Patent zu übertragen, sobald es gemacht ist. Also Sie können sich auch verpflichten, ein Patent an jemanden zu übertragen, sobald Sie die Erfindung gemacht haben. Alternativ können Sie auch schon dinglich eine nicht gemachte Erfindung an jemanden übertragen, unter der Bedingung, dass Sie sie irgendwann machen. Aber all das ist jetzt nicht so spektakulär, es ist halt schlichtes Sachenrecht. Patente sind, wie 15 Absatz 1 Satz 1 sagt, auch vererblich. Na gut, sagen Sie, das wissen wir auch. Universalsukzession, ganz normal 1922. Das heißt, Sie können auch Ihrem Testament schreiben, das Patent sowieso soll an sowieso übergehen oder im Erbvertrag. Sie können auch Schenkung auf den Todesfall machen oder ähnliches. All das ist halt ganz normal wie im BGB. Was nicht übertragbar ist, das Erfinderpersönlichkeitsrecht. Wir haben gelernt, Sie haben einen Anspruch darauf, dass Ihr Name als Erfinder draufsteht. Dieses Erfinderpersönlichkeitsrecht bleibt bei Ihnen, auch nach dem Tod. Sie kennen das mit postmortalem Persönlichkeitsrecht. Die Erben dürfen das aber, oder die, nein, nicht die Erben, sondern die nahen Angehörigen dürfen das aber geltend machen und so Ihr Persönlichkeitsrecht durchsetzen. Sie kennen das, Bundesverfassungsgericht, Mephisto-Entscheidung, dass die Erben, dass die nahen Angehörigen nach dem Tod als Walter fremden Interesses die Ansprüche des Verstorbenen geltend machen. Aber der Name des Erfinders bleibt gleich, der wird jetzt nicht der Erbe eingetragen, sondern der Name bleibt auf ewige Zeiten erhalten. Ansonsten, Universalsukzession haben wir auch im Gesellschaftsrecht. Wenn Sie zwei Gesellschaften verschmelzen, dann gehen natürlich auch alle Patente auf das andere Unternehmen über. Wenn Sie ein Unternehmen einbringen als Sacheinlage, passiert das Gleiche. Oder wenn Sie eine Personengesellschaft haben, die ein Patent hat, sagen wir eine GbR, dann wächst das Patent den Gesellschaften zu, wenn einer ausscheidet und wenn nur noch einer übrig ist, wird der Patentinhaber. Das kennen Sie aber alles, das ist ganz normal, BGB, das müssen wir hier nicht machen. Das hier ist dagegen mal ein interessanter Fall. Gucken Sie sich den mal an, damit Sie mal einen Fall haben. Der E braucht dringend Geld und möchte dazu eine seiner zahlreichen Patentanmeldungen zu Geld machen. Die X GmbH nutzt die Gelegenheit und erwirbt mit schriftlichem Kaufvertrag die Anmeldung eines Patents des E gegen pauschale Zahlung von 100.000 Euro. Das DBMA trägt die Anmeldung auch entsprechend um. Die X GmbH stellt dann einen Prüfantrag und zahlt die entsprechende Gebühr. Dabei stellt sich heraus, dass die vermeintliche Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und deshalb ein Patent nicht erteilt werden kann. Dabei hatten weder X GmbH noch E gerechnet. Die entscheidende Gegenhaltung war nur sehr mühsam auffindbar. Die X GmbH möchte nun von E Ersatz der an das DBMA gezahlten Gebühr und Rückzahlung des Kaufpreises von 100.000 Euro. Ja, was ist die Anspruchsgrundlage für, sagen wir mal, die Rückzahlung des Kaufpreises von 100.000 Euro? Das ist nicht schwierig, das ist BGB, könnte man sagen. Vielleicht kann man das über 8.12 machen, wenn man sagt, das ist der Wegfall der Geschäftsgrundlagen und Rechtsgrund. Das ist zu kompliziert. Viel einfacher. Denken Sie mal an BGB, was würden Sie tun in so einem Fall? Stellen Sie sich vor, es wäre kein Patent, sondern es wäre einfach, weiß ich nicht, eine Forderung oder ein Laptop, der nicht funktioniert. Oder eine Anfechtung wegen der Verkehrswegen. Ach, viel zu kompliziert. Was tun Sie denn? Was würden Sie tun? Ganz normal, bei so einem Vertrag. Der eine zahlt Ihnen 100.000 Euro. Und Sie sollen ihm dafür ein Patent geben. Und das Patent stellt sich als Quatsch heraus. Das ist ein Rechtsmangel. Das könnte ein Rechtsmangel sein. Also was ist die Anspruchsgrundlage möglicherweise?
Das ist erstaunlich. BGB. Endlich mal kann man BGB anwenden und alle staunen nur noch. Ja, Schadensersatz. Schadensersatz, sage ich Ihnen auf einen Blick, das wird nicht sehr schwierig, nicht sehr gut ausgehen, weil das selbst vertreten müssen voraus, das werden Sie hier nicht hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Rechtsmitteln aussieht, aber eigentlich könnte man ja auch den Rücktritt erstmal denken. Ja, das scheint mir völlig naheliegend, dass Sie einen Rücktritt prüfen. 437 Nummer 2, 323 1, 326 5, 346 1. Brauchen wir für einen wirksamen Kaufvertrag? Haben wir einen wirksamen Kaufvertrag? Ja, einfach. Zweitens brauchen wir einen Sach- oder Rechtsmangel. Was ist ein Rechtsmangel? 435 BGB. Ja, die noch nie keiner jemals gelesen hat, weil immer nur Sachmängel vorkommen in Klausuren. Ja. Wir sehen BGB. BGB kann man nie genug lernen. Tja, ist das hier ein Rechtsmangel? Nö, würde ich auch so sehen. Das ist wohl kein Rechtsmangel. Also hier kann ja kein Dritter Rechte geltend machen. Also Rechtsmangel ist es nicht. Was könnte es denn dann sein, wenn es kein Rechtsmangel ist? Ja, ein Sachmangel, weil die Sache, ja, oder die Erfindung, wenn man die als Sache beschreiben könnte, nicht so ist, wie sie vereinbart ist, weil sie halt nicht die Anforderungen für ein Patent erfüllt. Ja, in der Tat, das funktioniert. Ha, geht doch. So, ja, in der Tat. Das Kuriose ist in 453, ihr sagt nämlich die Vorschriften über den Sach, auf den Rechtskauf, finden die Vorschriften über den Sachkauf entsprechende Anwendung, kann auch ein Rechtskauf einen Sachmangel haben. Nämlich dann, wenn das Recht nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, beziehungsweise die Beschaffenheit, die üblich ist. Frage, wie ist das denn bei unserem Patent? Was ist denn hier die vereinbarte Beschaffenheit bei dieser Erfindung? Da wird es doch mal sehen. Ah, sehen Sie, es funktioniert. Technik begeistert. Gibt es hier eine ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung, zumindest eine Konkludente oder irgendwas? Die Anmeldung des Patents steht da. Das sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, ob das Patent, also ob es den reinen Vorgang der Anmeldung meint oder ob es auch den Erfolg meint, der mit der Anmeldung wahrscheinlich erfolgt, oder dass es wirklich dann als Patent irgendwie erteilt wird. Ja, also die Frage ist in der Tat, wir reden hier über die Übertragung von einer Patentanmeldung und die Frage ist, meint das denn hier allein den Vorgang oder nur eine Patentanmeldung, die auch zum Erfolg führt? Bin ich verpflichtet, Patentanmeldungen so zu gestalten, dass sie zum Erfolg führen, wenn ich sie übertrage? Oder trägt der Käufer das Risiko, dass es hinterher scheitert? Wer trägt das Risiko, dass die Anmeldung sich als wertlos herausstellt, weil das Patentamt sie ablehnt? Man könnte sagen, dass die Anmeldung wäre völlig wirkungslos in dem Sinne, wenn ich keinen Weg weiter habe, also das Patent, das ich nachher durchsetzen könnte. Auf der anderen Seite lässt sich natürlich auch sagen, dass es mit so einem Risiko einfach behaftet ist oder was man übernimmt oder was und dass sich das Preis möglicherweise widerschlägt, dass es nicht vollumfänglich ist. Ja, in der Tat. Überlegen wir mal Vergleichsfälle. Sie haben ja alle nicht Kapitalmarktrecht gemacht. Nein, machen wir anderes. Forderungskauf. Haben Sie alle schon mal gelernt? Sie können Schulden kaufen. Ja? Factoring, schon mal gehört? Im Sachenrecht. Was ist ein Factoring-Vertrag? Was ist ein echtes Factoring, wo wir schon dabei sind?
Wie funktioniert echtes Factoring? Endlich kann man anwenden, das ganze Wissen. Keiner weiß es mehr. Das ist toll. Wir haben gleich hier noch REP inklusiv. Echtes Factoring. Ich bin nicht mehr ganz sicher, dass es nicht der Plan, wo derjenige, der abtritt, auf der Vereintritt, dass die Forderung wirksam eingefordert werden kann. Ja. Nein. Wie funktioniert das? Was ist ein Factoring-Vertrag? Es gibt zwei Arten, es gibt das Echte und das Unechte. Ich erkläre jetzt mal das Unechte, damit wir sehen, wie es funktioniert. Beim unechten Factoring ist es so, Sie haben viele Forderungen, viele laufende, aber Sie brauchen Geld, um sozusagen Ihren laufenden Betrieb zu zahlen. Und das Geld brauchen Sie jetzt und nicht erst, damit die Leute zahlen. Beim unechten Factoring treten Sie daher die Forderungen ab an den Faktor und der Faktor gibt Ihnen jetzt ungefähr 80-90% der Forderungen. Wenn die Forderung nicht einbringbar ist, müssen Sie ihm das Geld wieder zurückzahlen und dann haben Sie halt die wertlose Forderung. Wenn die Forderung einbringbar ist, nimmt er 100% und Sie kriegen nichts mehr davon. Das ist unechtes Factoring. Sie kriegen also eine Art Darlehen und statt dass Sie zurückzahlen müssen, holt er sich das Geld bei Ihren Schuldnern. Aber was ist demgegenüber das echte Factoring? Da kommt die Sache mit dem Delcredere-Risiko. Das echte Factoring ist das Einfachere. Sehr gut. Beim echten Factoring übernimmt der Faktor das Risiko, dass die Forderung nicht besteht. Er kauft also Ihre Forderung nicht für 80%, er kauft sie nur für 40%. Sie kriegen also für eine Forderung, die 100 Euro hat, nur 40 Euro. Aber die 40 Euro dürfen Sie auch dann behalten, wenn Ihre Schuldner völlig pleite sind und keinen Cent zahlen. Jetzt fragen Sie sich, in welchen Branchen kann sich das lohnen? Ich kann Ihnen sagen, wenn die Gewinnspanne sehr hoch ist. Wenn die Gewinnspanne hoch ist, ist es kein Problem, dass Sie nur 40% der Gegenleistung nehmen, weil auch das noch reicht. Die haben Sie auf jeden Fall sicher. Und Forderung natürlich auf ein hohes Ausfallrisiko ist. Spielschulden, das Typische. Also wenn Sie Casino sind, dann bietet sich sowas an wie echtes Factoring. Gut, aber wir wollen jetzt nicht hier über das Factoring reden. Jetzt, beim echten Factoring ist es ein Forderungskauf. Es ist ein ganz normaler Vertrag nach 433, 453. Die Gegenleistung ist Bargeld und Ihre Leistung als Verkäufer, als Forderungsverkäufer, ist die Abtretung der Forderung. Und genau da stellt man fest, es ist kein Mangel, wenn die Forderung sich als wertlos herausstellt, weil der Schuldner nicht zahlen kann. Die Werthaltigkeit ist keine Eigenschaft der Forderung. Genauso wenig ist die Patentfähigkeit eine Eigenschaft einer Erfindung. Das Risiko der Patentierbarkeit trägt der Erwerber. Wenn er auf Nummer sicher gehen will, muss er warten, bis das Patent erteilt ist oder das im Vertrag ausdrücklich als Beschaffenheit vereinbaren. Das kann er machen, das gilt ja Vertragsfreiheit. Wenn er also vereinbart, das Patent muss erteilt werden, dann ist das eine auflösende Bedingung oder eine Beschaffenheitsvereinbarung, dann kriegt er das Geld zurück. Wenn dagegen nichts vereinbart ist, ist es auch kein Mangel, wenn das Patent sozusagen nicht erteilt wird, dann hat er einfach das Risiko übernommen, dass es nicht klappt. Der Kaufvertrag über Patentanmeldung ist also immer ein Risikovertrag. Sie riskieren, dass das Patent am Ende nicht erteilt wird. Genauso ist es, das darf ich noch nicht sagen, das kommt ja gleich noch. Also ist die Patentierbarkeit auch nicht die übliche Beschaffenheit einer Patentanmeldung? Genau. Also nur dann, wenn es ausdrücklich vereinbart ist, können Sie das machen. Es ist weder konkludent vereinbart, noch ist es übliche Beschaffenheit, dass das Patent auch wirklich durchgeht. Der Erwerber einer Patentanmeldung oder einer noch nicht angemeldeten Erfindung riskiert, dass es kein Patent gibt. Dieses Risiko übernimmt der Käufer. Ausnahme natürlich wieder arglistige Täuschung und sowas, dann kommen Sie mit Anfechtung nach 123 durch oder mit CIC. Aber in diesen Fällen sonst keine Rechte, weil das Risiko der Käufer übernommen hat. Der Käufer trägt das Risiko, dass das Patent sich als nicht patentfähig ausstellt. Gucken Sie sich zum Vergleich diesen Fall an. Hier hat der BGH entschieden, wir haben einen Erfinder A und der Erfinder A hat ein Verfahren entwickelt,
um besonders leichte, aber starke und stabile Uhrgehäuse herzustellen. Der Uhrenhersteller B kauft diese Erfindung für 100.000 Euro und jetzt stellt der B im Rahmen von Experimenten fest, dass die Gehäuse gar nicht so stabil sind, wie der A behauptet hat. Vielmehr lässt sich die Erfindung zwar ausführen, aber bei Uhrgehäusen funktioniert sie nicht, weil die dadurch einfach zu stabil werden oder zu brüchig werden oder zu schwer. Dies hätte der A auch selbst erkennen können, aber weil der A reiner Theoretiker ist, hat er das nie selbst ausprobiert und deshalb wusste er es nicht. A wiederum war gutgläubig. Frage: Kann B von A den Kaufpreis zurückverlangen? Na super. Also, was ist der Unterschied? Jetzt kommen wir mal hier, Videoeinblendung. Ja. Ah, da, sehen Sie. So, ja. Zurück zur Sache. Ja, hat sich wieder abgemeldet. So, das erschreckt die Leute. Der denkt, er wäre jetzt auf der Leinwand, aber. So. Was ist der Unterschied zum Fall von eben? Das Patent ist schon angemeldet. Das Patent ist schon angemeldet, okay. Noch einen zweiten Unterschied. Ja, die Erfindung selbst ist wieder, also ist nicht für das geeignet, für das sie ja. Was machen soll. Der Unterschied ist hier, der kriegt vielleicht sogar möglicherweise das Patent dafür, das mag ja sogar sein. Nur das Patent ist einfach nutzlos, weil es das nicht erfüllt, was es lösen soll. Also in dem anderen Fall, da gab es gar kein Patent, da ist sozusagen alles in den Sand gesetzt. Hier kommt möglicherweise ein Patent raus, das wissen wir nicht. Aber das Problem ist, es funktioniert halt nicht. Also nicht so, wie er es gerne hätte. Was sagen Sie? Macht das einen Unterschied für unsere Ergebnisse aus? Oder ist es für das gleiche Ergebnis? Yes, nicht Schuldrecht, das ist jetzt nicht spezifisch patentrechtlich. Das soll Ihnen nur den Unterschied deutlich machen, wo die Grenze gezogen wird. Ja, in der Tat, entweder Sie gehen über 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und sagen hier die vereinbarte Verwendung, er will diese Erfindung haben, Uhrengehäuse herzustellen, oder Sie gehen sogar schon über 434 1 1 und sagen, es war vereinbart, ein Verfahren zur Herstellung besonders leichter, aber starker Uhrengehäuse. Und für diesen Zweck ist diese Erfindung nicht geeignet. Sie mag für andere Zwecke geeignet sein, aber die waren ja gar nicht geschuldet. Das heißt, es hat nicht die vereinbarte Beschaffenheit. Damit haben wir einen Sachmangel. Brauchen wir eine Fristsetzung, nur mal so als Test. Ich muss eben eine Frist setzen und sagen, ja, mach mal. Wenn es unmöglich ist. Ja, es ist unmöglich, weil wir haben hier eine Patentanmeldung und wir haben gelernt, wenn ich ein Patent einmal angemeldet habe, kann ich zwar immer mehr reduzieren, ich kann also sagen, ich lasse Sachen weg und das soll immer weniger werden, aber ich darf nichts mehr hinzufügen. Eine Patentanmeldung kann nie umfangreicher werden, als sie ist, ich kann sie nur zusammenkürzen. Ich kann ein neues Patent anmelden, aber es wäre eine Aliot, das wäre dann wieder was Neues. Das heißt, eine Fristsetzung brauche ich nicht, wir sind bei 326 Absatz 5, das ist unmöglich und er kann sofort zurücktreten und kriegt dann seinen Kaufpreis zurück. Wie sieht das aus mit klein b? Kriegt er die Kosten für die Versuche, die er gemacht hat? Unser Käufer, unser B? Kommen ja immer dieses blöde Ding. Kriegt er oder kriegt er nicht? 50-50 Chance. Was ist die Anspruchsgrundlage? Ich frage mal so, wonach kann man Kosten für solche Versuche kriegen? Gibt es eine Anspruchsgrundlage für?
Aufwendungsersatz, sehr gut. Ja, in der Tat, es könnte ein Fall sein von 280.1.3 zu 84 in Verbindung mit 437 Nummer 3, setzt aber voraus, vertreten müssen, haben wir ihn nicht, also geht das nicht. Alternativ können wir auch nachdenken über 280.1 in Verbindung mit 437, wenn wir sagen, das ist Schadensersatz, weil das ist ja hier sozusagen unfreiwillige Aufwendung dadurch, dass er eben nicht damit rechnen konnte, dass die Sachen fehlschlagen, dadurch ist es zum Schaden geworden, Rentabilitätsvermutung. Aber in jedem Fall fehlt es am Vertreten müssen, damit kriegt er das nicht. Das ist halt das Risiko, was bei ihm verbleibt. Also Sie sehen den Unterschied, bei unserem ersten Fall war das einzige Problem, die Erfindung funktionierte zwar, aber sie war nicht patentfähig, weil das Patentamt gesagt hat, dafür gibt es kein Patent. Das Risiko, dass ein Patent erteilt wird, übernimmt der Käufer. Ebenso übernimmt er das Risiko, dass das Patent hinterher aufgehoben wird, wenn nichtig erklärt wird. Im zweiten Fall funktioniert die Erfindung gar nicht. Wenn die Erfindung nicht funktioniert, trägt das Risiko der Verkäufer. Der Verkäufer muss sicherstellen, dass es funktioniert, er muss aber nicht dafür einstehen, dass es erfolgreich angemeldet wird. Der Verkäufer haftet für die Funktionsfähigkeit, der Käufer trägt das Risiko, dass es patentrechtlich in Ordnung ist. Klar der Unterschied? Gut. Ich habe es nochmal hier zusammengefasst. Wenn Sie ein bestehendes Patent verkaufen, dann sagen Sie natürlich, dass dieses Patent zumindest im Zeitpunkt des Vertragsschlusses besteht. Sie können kein Patent verkaufen, was nicht da ist. Wenn Sie dagegen eine Patentanmeldung verkaufen oder eine Erfindung noch gar nicht angemeldet ist, dann bedeutet das, dass der andere das Risiko nimmt, dass es nicht klappt. Gegebenenfalls haben Sie zudem eine Aufklärungspflicht, wenn Sie sagen, es ist momentan ein Nichtigkeitsverfahren anhängig, was das Patent aufheben könnte, oder wenn das Patentamt schon geschrieben hat, wir glauben nicht, dass dieses Patent durchgeht. Also wenn Sie schon wissen, dass es da Zweifel dran gibt, müssen Sie diese Zweifel offenlegen. Das ist dann eine Aufklärungspflicht nach 241.2, wenn Sie die verletzen, haften Sie auch wieder nach 280.1. Irrelevant ist, ob das Patent vom Markt angenommen wird. Der Verkäufer muss nicht dafür gerade stehen, dass keiner das Patent haben will. Also dass die Erfindung total toll ist und funktioniert, aber dass sie am Markt vorbeigeht. Also wenn Sie einen Toaster entwickelt haben, der herzförmige Toastscheiben machen kann, mag das eine tolle Erfindung sein, aber wenn sie keiner haben will, hat halt der Käufer Pech gehabt. Ebenso, wenn das Patent später aufgehoben wird, grundsätzlich ist das das Problem des Käufers. Es gibt aber eine Ausnahme, nämlich wenn der Verkäufer selber erst das Patent verkauft und dann ein Verfahren anstrengt, das Patent aufzuheben, dann handelt er treuwidrig. Also Sie können nicht sagen, ich verkaufe jetzt mein Patent und dann gehen Sie zum Patentgericht und sagen, übrigens, das Patent sowieso ist unwirksam, weil derjenige, der Verkäufer ist, verpflichtet sich, dieses Patent nicht anzugreifen. Weil alles andere treuwidrig ist, das wäre sozusagen so, als ob der Verkäufer eine Sache, die er verkauft hat, direkt zerstören würde. Das darf er nicht, er muss aufgrund der Vertragstreue dieses Patent auch respektieren. Rechtsmängel im Sinne von 435 kommen in insgesamt vier Fällen sogar in Betracht. Den ersten Fall haben wir vor 4 Wochen gehabt, das sind die Vorbenutzungsrechte. Erinnern Sie sich noch, was ein Vorbenutzungsrecht ist? Wenn man die Erfindung schon vor Eintrag des Patents benutzt hat, dann darf man sie auch nach der Anmeldung weiter benutzen. Genau. Wenn Sie also ein Verfahren oder ein Erzeugnis bereits genutzt haben, bevor eine Patentanmeldung eingereicht worden ist, dürfen Sie es auch weiter nutzen. Das ist ein Vorbenutzungsrecht. Wenn jemand ein solches Vorbenutzungsrecht hat, dann müssen Sie den Käufer darüber informieren, weil das natürlich den Wert des Patents erheblich schmälert, dass es irgendwo anders auch noch verwendet werden darf, ohne dass der Lizenzgebühren zahlt. Das heißt, Vorbenutzungsrechte sind Rechtsmängel, weil das Rechte eines Dritten sind, die der uneingeschränkten Nutzung des Patents durch Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen entgegenstehen. Die zweite Fallgruppe ist eine sogenannte abhängige Erfindung. Weiß noch jemand, was eine abhängige Erfindung war? Wenn jemand die
Ursprungserfindung nimmt, aber irgendwie Teile ergänzt, also die weiter fortführt, dann ist die, kann er das nur nutzen, wenn er gleichzeitig die Lizenz von der ersten hat. Genau. Also in der Tat, wenn jemand eine Verbesserung für eine Erfindung macht oder eine neue Verwendung für ein Erzeugnis entdeckt, dann kriegt er ein Patent. Zur Nutzung dieses Patents bedarf er aber der Zustimmung des Inhabers des Hauptpatents. Das Ganze muss gemeldet werden, sowohl dann, wenn ich das Hauptpatent veräußere. Warum muss derjenige, der das Hauptpatent veräußert, sagen, es gibt da jemanden, der hat ein abhängiges Patent? Warum interessiert das den Erwerber des Hauptpatents? Kann ihm das nicht egal sein? Also Sie haben, sagen wir mal, die Erfindung für Aspirin. Sie haben ein Patent auf Aspirin und jemand anderes entdeckt, man kann Aspirin auch einsetzen bei Herzproblemen. Warum muss dann Bayer, wenn Sie das Patent für Aspirin verkaufen, dem Käufer sagen, es gibt jemanden, der die Verwendung von Aspirin als Herzmittel patentiert hat, das sind nicht wir. Warum müssen die das sagen? Warum ist es ein Rechtsmangel? Dann kann der Käufer ja auch nicht ohne weiteres das Mittel gegen Herzprobleme dann benutzen. Ja, weil das die Rechte des Käufers einschränkt. Normalerweise dürfte der Käufer seine Erfindung, also sein Aspirin, was er dann hat, für alles benutzen. Aber durch das abhängige Patent ist sozusagen er in seinen Verwendungsmöglichkeiten eingeschränkt. Das heißt, er darf nicht alle Sachen machen, sondern nur die Sachen, die jemand anders patentiert hat. Und umgekehrt, erst recht muss natürlich derjenige, der das Patent hat auf Einsatz von Aspirin als Herzmittel, das sagen, ich bin abhängig von Bayer, weil sonst dieses Patent gar nicht verwertet werden kann. Also derjenige, der das abhängige Patent veräußert, muss das sagen, denn sonst veräußert er halt eine wertlose Sache. Ja. Dann die dritte Konstellation, die widerrechtliche Entnahme. Erinnern Sie sich noch an die widerrechtliche Entnahme? Ich habe da auch darüber gesprochen mit Patentvindikation und ganz schwierigen Sachen. Was war denn nochmal eine widerrechtliche Entnahme? Widerrechtliche Entnahme. Keine Erinnerungen mehr. Ich habe über Patentvindikation gesprochen. Sie erinnern sich düster? So viele Paragraphen hat das Gesetz nicht. Zumindest nicht so viele, die wir gemacht haben. Steht im Gesetz, ja. Ja? Das Paragraph 3 Absatz 5, also die widerrechtlichen, offensichtlichen Missbrauch aus zum Nachteil des Patent, des Erfinders. Ja, wir können es ein bisschen spezifischer machen. Schauen wir mal erstmal in die Patentvindikation. Wenn Sie einen Gesetztext haben, nicht an den Überschriften, steht da sogar drin. Bei mir steht zumindest drin. Ich habe hier diesen tollen DTV-Text. Nämlich, wo steht Patentvindikation? Ja, Paragraph 8. Paragraph 8, gucken wir da mal rein. Was setzt der so voraus? Wenn es für Vindikation heißt, ist relativ offensichtlich, für die Römisch-Rechtler unter Ihnen. Also Herr Schermeier würde jetzt gleich weinen und sagen, ach, Vindikation ist doch klar. Wie funktioniert das? Wie vindiziere ich etwas?
Selber haben wir auch ein BGB beim Erbschaftsanspruch und beim 985, ist immer die gleiche Situation. Da müsste die Migrationsleitung wieder für den Vorrang jetzt bestehen. Ja. Es gibt den Berechtigten, der hier genannt ist, und dann muss alle beiden Situationen eintreten. Ja. Der, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme verletzte kann vom Patentsitzer verlangen. Dass Sie den Anspruch auf die Erteilung des Patents abtreten. Ja, wer ist denn der Patentsucher? Wer sucht, der findet. Was meinen Sie? Das ist ja Patentsucher. Derjenige, der das Patent angemeldet hat, der momentan in diesem Verfahren begehrt, dass ein Patent erteilt wird. Gut, diese Norm sagt also, Sie können verlangen, dass der Ihnen die Ansprüche abtritt. Jetzt gucken wir uns mal einen Paragraphen davor an, Paragraph 7, Absatz 2 in dem Fall. Ja, die ist ja sogar legal definiert. Und in der Tat, was regelt der 21? Fangen wir damit mal an. Was ist die Rechtsfolge von 21? Was können Sie machen? Sie können das Patent widerrufen. Das heißt, das Patentamt löscht dieses Patent einfach. Das heißt, die erste Möglichkeit, wenn jemand ein Patent anmeldet, was er bei Ihnen geklaut hat, der guckt also in Ihr Labor rein, irgendwie mit Trick, und beobachtet Sie, dann sagt der 21, können Sie beim Patentamt sagen, der hat das geklaut, und dann wird so getan, als sei das Patent nie angemeldet worden. Das wird direkt gelöscht. Das ist für Sie aber unattraktiv. Warum ist es für Sie unattraktiv, wenn das einfach nur einfach weg ist? Was für ein Problem haben Sie dann? Dann ist es bekannt, also gehört zum Stand der Technik und kann nicht mehr angemeldet. Ja, dann verlieren Sie das auch, dann gehört zum Stand der Technik und niemand kriegt das Patent. Deshalb sagt der 7 Absatz 2 was? Was können Sie tun? Ja, Sie können innerhalb eines Monats selber die Erfindung annehmen. Und warum ist das wichtig, dass Sie diesen Monat einwählen? Sie können theoretisch immer eine Erfindung anmelden. Aber was passiert, wenn Sie das innerhalb dieser kurzen Frist anmelden, nach dem Widerruf? Was ist der Witz? Ja, es wird so getan, als hätten Sie die damals angemeldet, als die erste Anmeldung erfolgt. Es gibt also eine Fiktion, es wird so getan, als hätten Sie damals von vornherein in eigenem Namen angemeldet. Also Sie haben drei Möglichkeiten, kurz gesagt. Die erste Möglichkeit ist, Sie machen den Anspruch nach § 8 geltend. Dann wird der Name des ersten Anmelders gestrichen und Ihr Name hingeschrieben. Dann gelten Sie im folgenden Lauf als neuer Anmelder. Ja? Zweite Möglichkeit, Sie sagen dem Patentamt, das ist geklaut und weisen das nach. Dann wird die Anmeldung widerrufen. Dann kriegt auf den ersten Blick erstmal niemand das Patent. Weder er noch Sie. Sie können das aber noch korrigieren nach 7 Absatz 2. Nachdem widerrufen worden ist, können Sie schnell einspringen und sagen, ich übernehme das. So sind die Möglichkeiten. Ja? Also wenn jemand Ihre Erfindungen klaut, haben Sie diese drei Möglichkeiten. Das ist die widerrechtliche Entnahme. Wenn eine solche widerrechtliche Entnahme vorliegt, das heißt, wenn Sie die Erfindung geklaut haben, dann müssen Sie das dem Käufer sagen und sagen, Achtung, ich habe die Erfindung geklaut. Denn auch das Recht des Warenerfinders gegen Sie ist ein Recht eines Dritten im Sinne von 435 und das ist wiederum ein Rechtsmangel. Weil es kann ja jederzeit die Erfindung aufgehoben werden, es kann ja widerrufen werden, dann war es das. Deshalb hier ganz explizit widerrechtliche Entnahme, Recht eines Dritten des Warenerfinders. Letzte Möglichkeit, Lizenzen. Lizenzen 15 Absatz 3 sagt nämlich,
Lizenzen, die der ursprüngliche Inhaber vergeben hat, wirken auch zu Lasten des künftigen Inhabers der Erfindung. Wenn Sie also ein Patent übertragen und haben vorher schon 1000 Leuten Lizenzen gegeben, dann müssen Sie dem Käufer das sagen, weil die 1000 Leute dürfen ihre Lizenzen weiter nutzen. Auch das ist ein Rechtsmangel, weil Sie die Ausübung der Verbotsrechte nach 139 natürlich verhindern. Ja? Ja, ich habe eine Frage zum Fall mit der widerrechtlichen Name. Würde es nicht dazu führen, dass sich derjenige, der das Patent kauft, was widerrechtlich genommen worden ist, auch gegenüber dem ursprünglichen Erfinder nicht auf Schadensersatz macht nach 23 oder was, weil er ja bewusst in Kauf nimmt, was die geistige Tätigkeit, das geistige Eigentum eines Dritten für sich in Anspruch zu nehmen? Der Veräußerer, auf jeden Fall, derjenige, der es angemeldet hat, der haftet nach 823 auf Schadensersatz. Der Erwerber nur dann, wenn er das wusste, sozusagen. Aber dann ist halt immer die Frage, wann weiß man das wirklich, weil es kann ja streitig sein. Nach dem Motto, zwei Leute sagen, ja, ich habe daran gearbeitet. Und dann muss der Verkäufer halt sagen, ja, der behauptet das zwar, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Also die widerrechtliche Entnahme ist nicht so ganz eindeutig in der Praxis festzustellen, einfach weil, finden Sie mal heraus, wer es zuerst erfunden hat. Also das ist ziemlich schwierig. Ich kann Ihnen dazu eine Geschichte erzählen. Also der Vater meiner Ex war nämlich Erfinder, hauptberuflich. Und er hat erfunden unter anderem ein Verfahren, wie man Flugzeugtanks so gestalten kann, dass sie nicht explodieren können. Ja? Das ist wenig attraktiv für die Leute im Flugzeug sitzen, weil die sterben ohnehin. Aber es ist attraktiv für die Leute in den Gebäuden sitzen, wo die Flugzeuge reingesteuert werden von den Terroristen. Weil wenn das Flugzeug explodiert, dann ist das Gebäude weg. Sie kennen das aus Amerika. Wenn dagegen das Flugzeug einfach nur eine Stichflamme macht, dann haben sie halt ein bisschen Schrott da und ein paar Fenster kaputt, aber das Gebäude bleibt stehen. Das war seine Erfindung. Und er hat diese Erfindung weltweit angemeldet. In jedem Land der Welt. Das heißt, über 140 Patentanmeldungen. Für jeweils 500 Euro das Stück. Im ersten Durchgang. Und dann kam Unternehmen wie Boeing und die haben gesagt, das haben wir aber erfunden, das hast du von uns geklaut. Und dann gab es nämlich genau diesen Streit darüber, wer hat es denn erfunden? Vor dem Europäischen Patentamt in München. Und er hat gewonnen, ist aber trotzdem pleite gegangen, aber das ist eine andere Geschichte. So, also ich will Ihnen nur sagen, die Chance, dass jemand kommt und behauptet, das hast du bei uns geklaut, ist relativ hoch. Und er hat die Richter damals überzeugt mit der Sache, das habe ich beim Spaghetti-Kochen erfunden. Also der Trick, die ganze Sache, Spaghetti kleben aneinander, wenn man sie kocht, und das ist das Gleiche, was dann verhindert, dass der Tank explodiert. Und das hat den Richter so überzeugt, hat er gesagt, ja, stimmt. Und die andere hat nämlich irgendwas erzählt und hat gesagt, das war so eine glaubwürdige Geschichte, das hat mich überzeugt. Also Sie sehen, das ist toll und das ist jetzt auch nicht so. Grundsätzlich sagt der Verkäufer, ich will nicht haften, wenn ich kein Verschulden habe. Und das ist eine Haftungsbeschränkung nicht nur für die Schadensersatzansprüche, das wäre noch relativ trivial, weil die bestehen ohnehin nicht bei fehlenden Verschulden, sondern diese Haftungsbeschränkung betrifft vor allen Dingen auch Rücktritt und Minderung. Der Verkäufer sagt also, er haftet nur für Vorbenutzungsrechte, abhängige Erfindungen und widerrechtliche Entnahme, die er kennt. Wenn er selber nicht kennt, dass irgendjemand anders im stillen Kämmerlein schon seit Jahren nutzt oder dass jemand anders eine abhängige Erfindung irgendwo angemeldet hat, dann muss er das nicht anzeigen, weil er gar nicht weiß. Und nach BGB würde er trotzdem haften, weil die Haftung auf Rücktritt, Nacherfüllung und Minderung ist verschuldensunabhängig. Deshalb sagt man, es gibt einen konkludenten Ausschluss dieser Ansprüche, weil das im Verkehr so üblich ist. 133, 157. Toll. Jetzt haben Sie schon wichtigste Sachen gelernt. Jetzt können Sie schon quasi Patentübertragungsverträge aufsetzen und wissen, was da so alles wichtig ist. Das ist schon mal ein halbes Ziel. Aber die Vorlesung ist noch nicht zu Ende. Jetzt geht es um Lizenzverträge. Wenn Sie die Vorlesung Urheberrecht oder Markenrecht oder Designrecht besuchen, wissen Sie, da geht es eigentlich immer nur um Lizenzen. Weil die Übertragung von Urheberrechten geht nicht. Die Übertragung von Marken geht zwar, ist aber in der Praxis unüblich, denn wenn eine Marke wertvoll ist, dann lizenziert man sie an irgendwelche anderen, die sie nutzen. Und die Übertragung von Designs ist schon deshalb unattraktiv,
weil wenn Sie das tolle Design haben, wollen Sie Ihren Namen drauf haben, um berühmt zu werden als Versace oder Langenfeld, wer heißt er? Na egal. So, Lizenzverträge, Lagerfeld heißt er, sehr gut. Ja. Sehen Sie, ich habe hier immer nur die billigen Anzüge, das ist... Ja. Diese Anzüge haben keine Qualität. So, Lizenzgestaltungen. Im Patentgesetz haben Sie exakt einen Absatz eines Paragraphen, der dazu regelt. Das ist nämlich 15 Absatz 2. 15 Absatz 2 sagt schlicht, die Rechte nach Absatz 1, Sie erinnern sich düster, das war Patentanmeldung oder Patent, können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen und nicht ausschließlichen Lizenzen für den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder eines Teils davon sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden. Das ist alles, was Sie im kompletten Patentgesetz zu Lizenzen finden. Mehr steht da nicht drin. Das ist schon ein bisschen mager, wenn Sie mal im Urheberrecht gucken, da finden Sie jede Menge im Urhebervertragsrecht. Und wir werden feststellen, das ist nicht ganz so einfach. Im Patentrecht gibt es zwei Arten von Patentinhabern. Man könnte sagen, die Selbstproduzenten und die Innovateure. Es gibt Unternehmen wie IBM zum Beispiel, die relativ wenig selber herstellen, aber sehr, sehr viel lizenzieren. Es gibt Unternehmen, die stellen alles selber her, irgendwelche Maschinenbauer lizenzieren üblicherweise nicht, die produzieren selber. Deshalb, es ist durchaus ein Geschäftsmodell, nur von Lizenzen zu leben. Es kann aber genauso gut auch sein, dass ein Patentinhaber sagt, ich gebe gar keine Lizenz, ich mache alles selber. Ich klage immer nur auf Unterlassung und Schadensersatz. Es ist also sehr unterschiedlich als zum Beispiel im Urheberrecht, wo Sie Lizenzen brauchen, überhaupt das Ganze zu Geld zu machen. Sie können im Patentrecht Geld machen ohne Lizenzen, indem Sie einfach nur allen anderen es verbieten und dann Ihre Produkte auf den Markt bringen. Der Lizenzvertrag ist genauso wie in allen anderen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes ein gegenseitiger Vertrag, durch den der Lizenzgeber einen Anspruch gegen den Lizenznehmer auf Zahlung einer Lizenzgebühr erwirbt. Der zahlt an den Geld. Umgekehrt hat der Lizenznehmer einen Anspruch gegen den Lizenzgeber auf Einräumung des jeweiligen Nutzungsrechts und das entspricht letztendlich dem, dass der Lizenzgeber gegen ihn keine Ansprüche mehr geltend macht. Das heißt, er verlangt von ihm nicht Unterlassungsschaden oder Ähnliches, sondern er duldet die Ausführung des Patents durch den Lizenznehmer. In beiden Fällen kann man vertraglich weitere Pflichten vereinbaren, zum Beispiel Unterstützungshandlungen, in dem Sinn, dass er erklärt, wie das Patent denn funktioniert und wie man das denn praktisch einsetzt. Und, was sehr wichtig ist bei ausschließlichen Lizenzen, man kann vereinbaren, dass der Lizenznehmer das auch wirklich ausnutzen muss, dass er also wirklich die Erfindung macht. Ganz unten habe ich noch zwei Sachen angesprochen, die in Verträgen häufig auftauchen. Das eine ist eine Meistbegünstigungsklausel. Bei einfachen Lizenzen hat man die relativ häufig. Wissen Sie, was eine Meistbegünstigungsklausel, Most Favored Nations Klausel ist? Ist ja nicht schwierig, sagt er. Der Name schon. Was ist eine Meistbegünstigungsklausel? Kartellrechtlich auch sehr interessant übrigens, für alle, die Kartellrecht machen wollen. Die Klausel sagt Ihnen ganz einfach. Ja, vielleicht, wenn man das nicht als ausschließliche Lizenz macht, sondern an mehrere Lizenznehmer, dass man dann guckt, dass man, also dass der eine versucht, sich so eine Meistbegünstigungsklausel reinzuholen, dass er nicht schlechter behandelt als die anderen Lizenznehmer. Ja, die Meistbegünstigungsklausel sagt, wir haben einen Anspruch darauf, genauso zu behandelt werden wie derjenige, der am besten behandelt wird. Also, wenn der 5 Lizenzen mal gibt, eine für 500 Euro im Monat, eine für 300 Euro im Monat, eine für 200 Euro im Monat, eine für 100 Euro im Monat und eine für umsonst, dann hat derjenige, der die Meistbegünstigungsklausel in seinem Vertrag hat, einen Anspruch darauf, dass er die Lizenz für umsonst kriegt. Er kriegt also immer die besten Bedingungen. Ja? Das ist dann wichtig, wenn Sie der erste Lizenznehmer sind. Wenn Sie der erste Lizenznehmer sind,
handeln wir so eine Klausel aus. Sobald dann der Vertragspartner bei irgendjemandem runtergeht, haben Sie einen Anspruch darauf, dass er auch Ihre Lizenzgebühren senkt. Selbst natürlich voraus, dass Sie eine entsprechend gute Verhandlungsposition haben, aber so eine Klausel handelt man immer dann aus, wenn man früh dabei ist, in der Befürchtung, dass irgendjemand anderes einem hinter den Markt abgraben könnte, weil er bessere Lizenzgebühren zahlt. Praktisch also sehr bedeutsam. Umgekehrt gibt es Wettbewerbsverbote. Diese Wettbewerbsverbote sind meistens Alleinbezugsklauseln, die sagen dann, du nimmst unser Patent und verzichtest darauf, Produkte der Konkurrenz zu vertreiben. Auch das ist relativ häufig, ist kartellrechtlich natürlich problematisch, weil man den beschränkt halt in seinem Bezugsrecht. Aber wenn es im Zusammenhang mit der Erfindung steht, wenn man sagt, sonst hat die kein Marktvolumen, ist das durchaus zulässig. Sie kennen das über § 2 GWB oder über 101 Absatz 2 im Rahmen der Abwägung. Im Rahmen ausschließlicher Lizenzen hat man oft eine Ausübungspflicht als Lizenznehmer. Der Grund dafür ist, wenn Sie pro Exemplar 50 Cent kriegen als Lizenzgeber oder Lizenznehmer einfach gar nichts produziert, kriegen Sie auch 0 Euro. Das heißt, Sie können Ihr Patent komplett wertlos machen, wenn es keine Pflicht des Lizenznehmers gibt, dieses Patent auch auszuüben. Im Urheberrecht haben wir das auch mit dem Rückrufrecht wegen fehlender Ausübung. Das ist der gleiche Gedanke, der hier besteht. Lizenzverträge sind ganz normale Verträge, das heißt, auch hier finden wieder alle Regeln des BGB Anwendung, die auf Verträge gelten. Das heißt, 241 folgende, 311 folgende, kennen Sie alles mit Leistungsort, Leistungszeit, 280, 311a, alles kein Problem. Es ist auch ein gegenseitiger Vertrag, die Lizenzgebühr und die Nutzungsmöglichkeit stehen im Austauschverhältnis, das heißt, man kann das auch verweigern nach 320, wenn ich es nicht nutzen kann, muss ich nicht zahlen und umgekehrt, wenn ich nicht zahle, muss ich keine Nutzung einräumen. Es ist ein Dauerschuldverhältnis, das heißt, ein Rücktritt ist grundsätzlich nicht möglich. Statt dem Rücktritt habe ich das Recht zur Kündigung, und zwar aus wichtigem Grund. Insbesondere auch nach 313 Absatz 3 bei Störung der Geschäftsgrundlage. Das heißt, wenn sich herausstellt, das Patent ist unwirksam, dann kann ich dann zurücktreten von meinem Lizenzvertrag. Und schließlich handelt es sich auch um eine Verfügung, weil das Ganze dingliche Wirkung gegenüber jedermann hat. Jedenfalls bei der ausschließlichen Lizenz, denn der ausschließliche Lizenznehmer ist auch der Einzige, der hinterher auf Schadensersatz klagen kann. Das heißt, wir haben da eine Wirkung gegenüber jedermann, also eine absolute Wirkung. Die Lizenzkosten können flexibel gestaltet werden. Man kann eine Flatrate machen und sagen, du zahlst einmal 1 Million oder du zahlst jetzt 1 Million für bis zu 1000 Stück. Dann kann er halt 100 machen, hat er für 1 Million gezahlt oder 1000. Sie können auch sagen, es gibt eine Mindestlizenz, du zahlst so und so viel und dafür darfst du mindestens so und so viel machen. All das ist möglich. Praktisch häufiger sind aber sogenannte Stück- oder Umsatzlizenzen. Da wird dann gesagt, ich kriege von jedem Stück, das du verkaufst, entweder so und so viel Euro, also pro Handy 5 Cent für meine Patente, oder eine bestimmte Umsatzbeteiligung. Dem Motto, wenn ich das Handy verkaufe für 50 Euro, kriege ich davon 3%. 3% würde ich aber auch kriegen, wenn ich es für 100 Euro verkaufe oder für 1000 Euro. Also 3% immer vom Preis. Das heißt, man kann beides vereinbaren. Das Problem ist bei Stück- und Umsatzlizenz natürlich, dass der Lizenznehmer einen Anreiz hat, zu lügen und zu betrügen, weil er natürlich nur sagen muss, ich habe weniger Handys verkauft und ich habe die billiger verkauft, um seine Lizenzabgaben zu senken. Deshalb hat hier der Lizenzgeber einen Anspruch darauf, dass ihm Rechnung gelegt wird, das heißt, dass er genau dokumentiert bekommt, wie viele Handys wann, wo, zu welchem Preis verkauft werden zum Beispiel. Das ist eine Nebenpflicht, wenn die nicht erfüllt wird, kann ich trotzdem Schadensersatz nach 280.1, 3281 verlangen oder wenn das wiederholt erfolgt vom den Vertrag kündigen, 314, weil das eben für meine Gegenleistung essentiell ist. Ich kann ja gar nicht Gegenleistung berechnen, wenn ich nicht die Zahlen kenne. Bei Stück- und Umsatzlizenzen. Schließlich, das kommt eher selten vor, kann es auch sein, dass die Gegenleistung komplett offen gelassen worden ist für den Lizenzvertrag. Dann greift 315, 316 BGB, dann kann der Lizenzgeber die Gegenleistung nach billigem Ermessen festsetzen und das wird dann gerichtlich kontrolliert im Zweifel. Das heißt, er kann sagen, ich möchte gerne so viel Euro und dann prüft das Gericht, ob das angemessen oder zu hoch ist, wenn der Lizenznehmer sich weigert zu zahlen.
Gut. 15 Absatz 3 habe ich bereits erwähnt. Lizenzen, die vor einer Übertragung des Patents begründet sind, wirken auch gegenüber dem neuen Inhaber. Die Norm bewirkt nicht, dass der neue Inhaber Vertragspartner des Lizenznehmers wirkt. Das ist also kein Fall wie bei 566, sondern es bewirkt nur, dass der neue Patentinhaber keine Ansprüche geltend machen kann. Das ist also ein Ausschluss von Ansprüchen nach 139. Die Rechte bleiben weiterhin beim alten Patentinhaber. Das heißt, der kriegt weiterhin die Lizenzgebühren. In der Praxis nimmt man aber immer eine konkludente Abtretungserklärung an, damit die Lizenzgebühr zumindest auch dem zusteht, dessen Recht eingeschränkt ist. Das kann man auch anders vereinbaren, man kann einfach einen niedrigeren Kaufpreis vereinbaren. Das ist also auch eine denkbare Lösung. Ich habe Ihnen das nochmal hier grafisch aufgemalt. Der Lizenzgeber oder Lizenznehmer haben einen Lizenzvertrag. Jetzt überträgt der Lizenzgeber das Patent an einen Dritten. Dann sagt 15 Absatz 3, so ähnlich wie 986, 2566, dass der neue Lizenzinhaber, also unser D, keine Ansprüche gegen LN, unseren Lizenznehmer, geltend machen kann. 15 Absatz 3 ist aber insoweit dispositiv oder einschränkbar, als ich hier schon die Abtretung des Patents verhindern kann. Das heißt, wenn ich verhindere, dass überhaupt ein Dritter eintritt, habe ich das Problem ohnehin nicht. Umstritten ist, ob die Norm auch für Unterlizenzen gilt. Das heißt, wenn unser Patentinhaber zuerst jemandem eine ausschließliche Lizenz gibt und dieser ausschließliche Lizenzinhaber gibt dann weiter eine Lizenz an einen einfachen Lizenzinhaber, dann fällt die ausschließliche Lizenz weg, dann ist die Frage, ob danach noch der Patentinhaber gebunden ist. Die herrschende Meinung bejaht das, weil die sagt, dieser 15 Absatz 3 ist Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes, der nämlich sagt, es soll immer derjenige geschützt werden, der eine Lizenz hat, denn sonst würde niemand Lizenzen erwerben, weil ja immer die Grundlage wegfallen könnte. Das heißt, wenn ich eine Lizenz erwerbe von jemandem, der im Zeitpunkt des Erwerbs berechtigt war, behalte ich die Lizenz auch dann, wenn der seine Berechtigung später verliert. Das heißt, allgemeiner Grundsatz des geistigen Eigentums. Ich habe hier auch wieder schwierigste Fälle für Sie rausgesucht. Der G hat ein Patent für die Konstruktion eines Tisches. Der Möbelhersteller N lizenziert dieses Patent und produziert entsprechende Möbel. Nachdem N über mehrere Monate die Lizenzgebühren nicht an G gezahlt hat, erhebt nun unser N, erhebt unser G Klage vor dem Lizenzgericht. Was haben wir die Buchstaben stimmen? Ja. N wendet ein, dass das Patent, mal gucken, wenn ich es korrigiere. N wendet ein, das Patent sei G zu Unrecht erteilt worden, es sei derzeit eine Nichtigkeitsklage beim Patentgericht anhängig, er sehe nicht ein, für ein gar nicht vorhandenes Schutzrecht zu zahlen. Ein halbes Jahr nach Klageerhebung, aber noch vor der mündlichen Verhandlung, würde das Patent rechtskräftig aufgehoben. Hat nun G gegen N Anspruch auf Zahlung der Lizenzgebühr für die Zeit bis zur Aufhebung? Der Sachverhalt sagte, der hat eigentlich nie gezahlt. Patent ist aufgehoben, gibt kein Patent mehr. Und die Aufhebung hat Rückwirkung.
Und? Was meinen Sie? Ja? Ja, das könnte man meinen. Aber das müssen wir mal überlegen. Stellen wir uns vor, es ist Januar. Es gibt noch keine Entscheidung des Bundespatentgerichts. Das Patent steht noch da einfach so in der Öffentlichkeit. Welche Wirkung hat das Patent, wenn das besteht? Rein praktisch. Nicht rechtlich, weil es ja nichtig ist und damit eigentlich nicht besteht. Wenn Sie jetzt sich den Markt so angucken, was meinen Sie passiert? Ja? Ja, warum ist es so, dass er der Einzige ist, der in der Zeit die Möbel bauen kann, wenn es sogar kein Patent gibt? Warum ist das praktisch so, dass er der Einzige ist, der das machen darf? Es gibt doch gar kein Patent, das ist doch nichtig. Das steht doch einfach nur, das ist Unrecht da. Ja, weil im Moment wusste das ja noch keiner. Weil die anderen das nicht wussten, konnte er sich sozusagen ausruhen auf der Monopolposition. Obwohl er es angegriffen hat, hat er sozusagen hier praktisch die Monopolposition. Und die ist ihm durchaus verschafft worden durch diesen Lizenzvertrag. Das heißt, solange das Patent sozusagen nicht rechtskräftig aufgehoben ist, hat er eine faktische Monopolposition und er darf sich nicht darauf berufen, dass der Vertrag nichtig ist. Der Vertrag ist ohnehin nicht nichtig, ist ohnehin. Ich kann mich zu allem Möglichen verpflichten, auch wenn es kein Patent gibt, kann ich Lizenzen geben. Das heißt, der Vertrag ist durchaus erfüllt worden, nämlich dadurch, dass er ihm eine Lizenz gegeben hat für das Patent, was nicht existierte. Denn er hat ihm genau die Marktposition verschafft, die er schaffen sollte. Deshalb für den Zeitpunkt vor rechtskräftiger Aufhebung muss unser N weiterhin zahlen. Aber wie sieht das auch mit der Zeit nach der Aufhebung? Jetzt ist es aufgehoben. Muss er dann immer noch zahlen? Vertrag ist Vertrag. Ja. Ja, also entweder man begründet das mit 275 Absatz 1, weil ihm keine Lizenz mehr verschafft werden kann im Patent, entfällt dann nach 326 Absatz 1 Satz 1 auch die Gegenleistungspflicht, da muss er nicht bezahlen, wenn er nichts kriegt. Oder die herrschende Meinung sagt, dass ein Fall von 313 Absatz 3 BGB, die Geschäftsgrundlage ist weggefallen, dass man nämlich sagt, es muss ein Patent bestehen und deshalb ist der Vertrag durch Kündigung aufzuheben, ab dem Moment, wo kein Patent mehr da ist. Und die Kündigung ist hier zumindest konkludent erklärt, dadurch, dass er gesagt hat, wieso, das Patent ist eh nichtig, deshalb zahle ich nicht. Dann muss er sozusagen ab dem Zeitpunkt nicht mehr zahlen, weil ab dem Zeitpunkt auch die Grundlage, nämlich das Bestehen des Patents, weggefallen ist. Gut, so viel zu diesem Fall. Gucken Sie sich mal diesen Fall an. Es gibt den Think Tank T. Und er hat ein Verfahren zur Herstellung von Düngerstreumaschinen entwickelt und patentiert. Der Landmaschinenhersteller H erwirbt eine ausschließliche Lizenz für diese Patente. Der Lizenzvertrag sieht vor, dass der H dem T 6% des Werkabgabepreises als Lizenzgebühr zahlt. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Personalausstattung und der Einrichtung der Fabrikationshallen kann H jedoch entgegen der Erwartungen die Düngerstreumaschinen nicht mit virtuell akzeptablem Aufwand herstellen. Nach vergeblicher Frist zum Beginn der Produktion erhebt T Klage gegen H vor dem zuständigen Gericht auf Schadensersatz in Höhe des üblicherweise erwarteten Gewinns aus 280.1, 3.281.1.1, 252 BGB. Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? Frage, warum will der Schadensersatz und keine Lizenzgebühr? Fangen wir damit mal an. Warum klagt er jetzt hier anders in dem anderen Fall nicht einfach auf Zahlung und Lizenzgebühr? Diese ganzen
entstanden? Die ist ja gar nicht entstanden, weil nämlich hier gar kein Traktor verkauft ist. Also diese Düngeströme sind gar nicht verkauft worden. Das heißt, es gibt keine Gegenleistung, wo er 6% von berechnen könnte. Das heißt, es gibt noch keine Lizenzgebühr. Er will also Schadensersatz. Frage, kriegt er den? Was sagen Sie dazu als Düngerexperten? Das ist das Problem. In der Tat, das Problem ist halt, warum soll der Haar Sachen produzieren, die viel zu teuer sind, die sich für ihn nicht rechnen? Das wäre ja Quatsch, ihn dazu zu verpflichten. Also, die Frage ist, hat der Haar eine Pflicht? Dazu müssen wir zunächst mal den Vertrag auslegen. Was meinen Sie, war wohl im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gewollt von den Parteien? Was war die Vorstellung bei Vertragsschluss? Sollte der Haar produzieren oder sollte er das nach freiem Ermessen entscheiden können, ob er will oder nicht? Und das so, je nachdem, wie er es so richtig hält. Also wir dürfen jetzt nicht den Zeitpunkt jetzt nehmen, sondern wir müssen überlegen, was war damals, als H und T sich über diese ausschließende Lizenz geeinigt haben. Ja, ist ja über 6% ist, das lässt sich ja mal schwer festmachen, wie hoch der Wert ist, von den 6% abgibt, also angerechnet werden sollen, weil für die Produktionskosten und eventuelle Variablen kosten die Arbeitskräfte oder sowas, besteht ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich keine Sicherheit. Ja, es besteht keine Sicherheit. Und vor allen Dingen natürlich ist auch die Umsatzzahlen dann nicht erkennbar, oder wie viele von den Dingern er verkauft. Das heißt, es ist eine erhebliche Unsicherheit. Aber was wird wohl unser T zumindest implizit vorausgesetzt haben, als er diesen Vertrag geschlossen hat? Dass überhaupt produziert wird, weil 6% von 0 sind 0. Und jede Zahl größer 0 wäre ihm wahrscheinlich erstmal recht gewesen, aber 0 scheint ihm im Sinne wenig. Jetzt die Frage, warum ist das jetzt möglicherweise anders im jetzigen Zeitpunkt als damals? Welche Zusatzinformationen haben wir jetzt, dass wir feststellen, dass es möglicherweise anders zu beurteilen ist? Ja, der Aufwand ist jetzt bekannt und der Aufwand ist deutlich höher. Jetzt die Frage, wer trägt denn dieses Risiko normalerweise? Dass der Aufwand für die Produktion hoch ist. Grundsätzlich hätte ich gesagt, der Lizenznehmer. Ja, grundsätzlich der Lizenznehmer. Aber warum haben wir hier möglicherweise Zweifel? Wo liegt das Problem? Sagen wir mal, der produziert es wirklich zu unsinnigen Kosten, diese blöden Düngemaschinen. Warum haben wir dann ein Problem? Weil er sie auch niemals verkaufen könnte? Weil er sie im Zweifel zu einem höheren Preis verkaufen müsste und damit selber Verluste macht. Das können wir ihm also nicht zumuten. Also, hier ist auch wieder die Frage, das kennen Sie aus dem Schuldrecht vielleicht noch, entweder wir lösen es wieder über Störung der Geschäftsgrundlage, das heißt, wir sagen, es haben sich Umstände geändert, die Vertragsgrundlage waren, nämlich, dass die Produktion zu einem bestimmten Aufwand möglich war und die liegen nicht in der Sphäre einer Partei, nämlich nicht allein in der Sphäre des Lizenznehmers, weil der Lizenznehmer ja auch kein Interesse daran hat, dass mit Verlusten produziert wird, weil er kriegt ja nur eine Quote von dem
Werkabgabepreis. Und wenn er die zum hohen Preis abgeben muss, dann ist das halt eine ganz niedrige Stückzahl, dann lohnt sich es auch nicht für ihn. Oder wir gehen über zu 75 Absatz 2 BGB. Das kann man auch machen, wenn man nämlich sagt, das Leistungsinteresse unseres T in diesem Fall überwiegt nicht den Aufwand für unseren H und damit darf der H verweigern und muss nicht produzieren. Jetzt nur die Frage, auf Schadensersatz würden die auch haften bei 275.2, aber man sagt dann, das ist nicht zu vertreten, weil das Risiko, dass der Aufwand sich erhöht, ist nicht mit der im Verkehr erforderlichen Sorge vermeidbar und deshalb gibt es dafür auch keinen Ersatz. Gut. Damit würde ich sagen, oh, das können wir noch machen, fällt mir dabei ein. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Urheberrecht. Im Lizenzvertragsrecht gilt anders als im Sachenrecht die Möglichkeit, dass Sie frei beschränken können. Sie können also insbesondere inhaltlich beschränken und sagen, Sie dürfen das nur produzieren für Privatkunden zum Beispiel und nicht für unternehmerische Kunden. Sie können auch sagen, Sie dürfen nur eine bestimmte Stückzahl produzieren und sagen, Sie dürfen maximal pro Monat 2000 Produkte mit dieser Erfindung herstellen. Sie können auch sagen, Sie dürfen die Erfindung nur importieren, aber nicht selber herstellen. All das können Sie im Lizenzvertrag frei regeln. Das ist also im Rahmen der Bestimmtheit frei möglich. Ebenso steht im Gesetz ausdrücklich drin, in 15 Absatz 2 Satz 1, können Sie sagen, es ist beschränkt auf ein bestimmtes Bundesland, eine Stadt, eine Straße, einen Ortsteil. Sie können es also ganz genau festlegen. Sie können es auch persönlich beschränken und sagen, es darf nicht irgendwo im Unternehmen hergestellt werden, sondern nur in einer bestimmten Betriebsstätte, in deiner Fabrik im Schwarzwald und in keiner anderen. Sie können auch ausdrücklich festlegen, dass es nicht übertragbar ist und auch nicht delegierbar ist, sondern alles im selben Unternehmen in einem Gebäude erfolgen muss. Und Sie können es zeitlich begrenzen. Sie können sagen, du darfst nur jetzt für 6 Monate oder für kürzere Zeit. Grundsätzlich dürfen Sie es nicht länger machen, als das Patent dauert. Also wenn das Patent 20 Jahre Laufzeit hat, können Sie nicht einen Lizenzvertrag über 30 Jahre schließen, weil für die letzten 10 Jahre würden Sie Geld bekommen ohne Gegenleistung und damit würden Sie gegen das Kartellrecht verstoßen, denn Sie würden den sozusagen an sich binden, ohne dass es dafür einen rechtlichen Grund gibt, also eine Art Vertikalvereinbarung schließen. Gut, damit sind wir für heute erstmal durch. Nächstes Mal sprechen wir über das ganz wichtige Thema Nichtigkeitsverfahren. Das ist auch klausurrelevant und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch. Vielen Dank.